Technikerkranker hat sich vor einiger Zeit überlegt, dass es Sinn macht, gerade bei Volkskrankheiten, das heißt bei Versicherten, die zum Beispiel eine Blutzuckererkrankung haben, einen Bluthochdruck haben, oft auch eine Adipositas, also eine Fettleibigkeit haben, dass es gerade dort Sinn macht, in ein Coaching einzusteigen, weil das eine Funktion ist, die der Arzt heute nicht leisten kann. Der Arzt hat die Zeit, dem Patienten Medizin zu erklären. Er kann ihm erklären, wie er sein Leben ändern muss, aber ihn wirklich zu motivieren, dran zu bleiben, nachzufragen, was hast du gemacht, wie können wir es machen, das schafft der Arzt heute nicht. Wir glauben, da ist eine ideale Rolle für eine Krankenversicherung. Das Coaching läuft ja heute so ab. Wir rufen den Versicherten an und versuchen mit ihm auszumachen, was ist das Ziel, was er für sich in der Verbesserung seiner Krankheit sieht. Und das kann sehr individuell sein. Bei manchen ist es vielleicht weniger Schmerzen, mehr Mobilität, am Wochenende meine Torte essen dürfen. Also es gibt eine ganze Reihe an unterschiedlichen individuellen Zielen. Die werden besprochen und dann wird festgelegt, wie schafft man es, dieses Ziel zu erreichen. Das bespricht man gemeinsam. Auch da ist wieder kein One-Size-Fits-All, sondern man braucht einen individuellen Ansatz, mit dem man das hinbekommt. Und dann wird in zweiwöchentlichen Gesprächen nachgehalten. Was hast du geschafft? Wie weit bist du gekommen auf diesem Weg? Wo ist auch mal wieder was daneben gegangen? Auch das passiert. Um dann eben den Patienten nach und nach dahin zu bekommen, dieses Ziel dann auch zu erreichen, ihn sozusagen auf dem Weg zu begleiten und zu motivieren. Das Coaching machen wir mit eigenen Mitarbeitern. Die Mitarbeiter sind alle medizinisch qualifiziert. Also wir reden hier von Psychologen, Krankenschwestern, die noch eine zusätzliche Ausbildung uns bekommen haben, wie man mit diesen Gesprächen umgeht. Und das ist auch eine besondere Fähigkeit, wie kann ich Patienten wirklich motivieren, was zu machen. Es sind also speziell ausgebildete Fachkräfte, die für uns diese Telefonate machen. Ja, die Ergebnisse der Evaluation zeigen an zwei Dingen eine sehr positive Entwicklung. Erstens, und das war uns das Wichtigste, dem Patienten geht es deutlich besser. In allen Gruppen sehen wir, dass das subjektive Wohlempfinden deutlich gesteigert ist, dass die Patienten profitieren von dem Coaching. Zweitens, und das ist jetzt schön für uns als Krankenkasse, wir sehen sogar eine Ersparnis bei den Kosten. Überraschenderweise sehen wir einen deutlichen Rückgang bei den Krankenhauskosten und eine deutliche Zunahme bei den Medikamentenkosten. Das ist eine Zunahme, die wir sogar begrüßen, weil das bedeutet, die Menschen nehmen ihre Medikamente eher ein. In Summe ergibt sich aber eine Ersparnis für uns. Auch in der Zukunft werden wir, glaube ich, eine andere Rolle als Krankenkasse einnehmen müssen. Für uns ist es wichtig, dass wir uns überlegen, wo im Versorgungsgeschehen gibt es Lücken und wie kann man diese Lücken füllen. Was wir nicht können, ist in Konkurrenz mit den Ärzten gehen. Ich glaube, eine Versorgung, die den Patienten sagt, deine Krankenkasse sagt das eine und dein Arzt sagt das andere, entscheide du, das kann nicht funktionieren. Also wir müssen überlegen, wo können wir die ärztliche Behandlung sinnvoll ergänzen, idealerweise auch in Zusammenarbeit mit dem Arzt. Uns geht es nicht um eine Konkurrenzveranstaltung, sondern uns geht es darum, wo können wir wirklich ergänzen mit Fähigkeiten, die wir als Krankenkasse haben, die der individuelle Arzt aufgrund seiner Zeit gar nicht leisten kann. Und wie kann man dort in der Gesamtbehandlung zu einem besseren Ergebnis führen? Letztendlich muss die Krankenkasse der Interessenvertreter des Versicherten sein. Das ist, glaube ich, die Positionierung, die wir in der Zukunft erreichen müssen. Und Interessenvertreter heißt eben mehrere Dimensionen. Das heißt, wir müssen in der Behandlung unterstützen, wo es notwendig ist. Und wir müssen mit seinem Geld so sorgfältig, wie es irgendwie geht, umgehen. Das heißt, sein Geld dafür einsetzen, dass am meisten Nutzen für ihn auch dort rauskommt.